Hi Leute, ich habe gerade 19 Stunden lang nichts gegessen und nichts getrunken. Ich habe gefastet, so wie das gläubige Muslime machen, im Fastenmonat, genannt Ramadan. Heute ist der erste Tag des Ramadan und hier findet gleich das große Fastenbrechen statt. Das heißt, nach fast 20 Stunden dürfen alle, die heute gefastet haben, endlich wieder essen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was für einen Hunger ich habe. Und deshalb mische ich mich jetzt da mal drunter. Achso, heute geht's um den Islam. Der Islam ist nach dem Christentum die zweitgrößte Religion der Welt. 1,5 Milliarden Gläubige gibt es weltweit. Die heißen im Islam Muslime und Muslimas. Das Wort Islam ist arabisch und bedeutet Hingabe. Muslime glauben, wie auch Juden und Christen, an Gott. Der heißt im Islam Allah. Und wie das Judentum und das Christentum hat auch der Islam ein heiliges Buch, den Koran. Darin steht, wie man sich als gläubiger Muslim verhalten soll. In Deutschland leben rund 4 Millionen Muslime, darunter viele mit türkischen Wurzeln. Einige davon treffe ich heute. Mit Merve checke ich, was im Koran steht. Und wir besuchen eine Moschee. Das ist das Gebetshaus der Muslime. Außerdem mache ich mit beim ersten Tag des Fastenmonats Ramadan. Da heißt es dann für mich, den ganzen Tag nichts essen und nichts trinken. Mal gucken, wie ich das hinkriege. Also, alle bereit? Hier kommt der Islam-Check. Und jetzt die Checker-Fragen. Was sind die 5 Säulen des Islam? Was macht ein Muezzin? Und warum fasten Muslime im Ramadan? Das check ich für euch. Los geht's in Velbert bei Essen. Hier wohnt Merve mit ihrer Familie. Hallo. Hallo. Hi, Tobi. Komm rein. Freut mich. Dazu gehören Papa Hassan, Mama Saime, Bruder Seijan und Schwester Göste. Merve ist eine gläubige Muslima und zeigt mir, wie sie lebt. So, und was zeigst du mir jetzt? So, jetzt zeige ich dir unser heiliges Buch. Und zwar es ist unser Koran. Also das, was bei den Christen die Bibel ist, ne? Genau, genau. Die ist bei euch rosa. Nein, die ist nicht rosa. Also es ist so, ich habe mir das auf rosa ausgesucht, weil rosa eigentlich zu meinen Lieblingsfarben gehört. Und es mir mehr Spaß macht, dann drin zu lesen. Und jetzt schlägst du die aber von hinten gerade auf, ne? Genau, genau. Weil normalerweise, ganz kurz, aber du hältst ein Buch ja eigentlich so und machst so auf. Genau. Tust du aber gar nicht. Nein, wir schlagen es von hinten nach vorne auf. Wir lesen auch von rechts nach links. Aha, also du liest die quasi letzte Seite zuerst und dann immer von rechts nach links, statt wie wir von links nach rechts. Genau, so ist es. Und warte mal, das hier kannst du lesen? Das kann ich lesen, genau. Was ist denn das für eine Schrift? Das ist Arabisch. Wir Muslime lernen Arabisch zu lesen, damit wir Koran lesen können. Den Koran gibt es übrigens nicht nur wie hier auf Arabisch, sondern auch in übersetzter Form. Zum Beispiel also auch auf Deutsch. Genau. Und was steht da drin? Da steht drin, wie sich zum Beispiel ein Moslem zu verhalten hat. Dazu gehören die 5 Säulen des Islams. Warte mal, das habe ich schon mal gehört. Ist auch eine Checkerfrage. Was sind die 5 Säulen des Islam? Die 5 wichtigen Regeln, nach denen sich ein Moslem orientieren soll. Mhm. Das allererste ist das Glaubensbekenntnis, also Shahada genannt. Es lautet, Eschhedu en la ilaha illallah. Das klingt super toll, aber ich habe nichts verstanden. Was heißt das? Das heißt, es gibt nur einen Allah und Mohammed ist sein Gesandter. Okay. Allah ist Gott, oder? Genau, Gott. Mhm. Und wer ist Mohammed? Mohammed ist sein Prophet. Mohammed hat vor rund 1450 Jahren gelebt. Und zwar hier, in Mekka. Das ist eine Stadt in Arabien. Er war Händler und hat sich viel mit anderen Religionen auseinandergesetzt. Zum Beispiel mit dem Christentum und dem Judentum. Die gab es damals nämlich schon. Mohammed hat sich oft auf einen Berg namens Hira zurückgezogen, um da zu meditieren. Und genau auf dem Berg soll ihm ein Engel erschienen sein. Der Erzengel Gabriel. Gabriel hat Mohammed super krass bedrängt und hat immer wieder gesagt, lies. Aber Mohammed konnte nicht lesen und hat sich deshalb auswendig gemerkt, was Gabriel zu ihm gesagt hat. Nämlich, dass es nur einen Gott gibt, und dass Mohammed sein Prophet ist, also derjenige, der den Menschen die Lehren Gottes näher bringen und erklären soll. Im Laufe seines Lebens soll Mohammed noch viele solche Offenbarungen gehabt haben. Zum Beispiel darüber, wie man als Muslim zu leben hat
und noch andere Sachen, die er sich alle auswendig gemerkt hat. Seine Anhänger haben das dann aufgeschrieben. Und zwar in der Sprache, in der Gabriel zu Mohammed gesprochen haben soll. Auf Arabisch. Und genau so entstand der Koran. Bis heute ist es das Ziel vieler gläubiger Muslime, den Koran so gut es geht zu kennen und vielleicht sogar auswendig zu können. Die erste Säule des Islam ist also das Glaubensbekenntnis. Es gibt nur einen Gott und Mohammed ist sein Gesandter. So, und jetzt frage ich Merve nach den anderen vier. Zweite Säule? Das zweite ist, dass man betet. Das Beten. Fünfmal täglich muss ein Moslem beten. Einmal bevor die Sonne aufgeht, dann einmal mittags, dann nachmittags, abends und nachts. Ehrlich? Ja. Fünfmal am Tag? Fünfmal am Tag. Die dritte Säule ist das Fasten. Einmal im Jahr, im Fastenmonat Ramadan, essen und trinken die Muslime von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gar nichts. Was das bedeutet, sehen wir später noch. Die vierte Säule ist Almosen geben. Jeder wohlhabende Muslim soll den Bedürftigen und Armen etwas abgeben. Okay, und was ist die fünfte Säule des Islam? Die fünfte Säule des Islams ist die Pilgerfahrt nach Mekka. Muslime sollen einmal im Leben eine Pilgerfahrt machen nach Mekka, weil Mekka ist unser heiliger Ort. Okay. Mekka kennen wir ja schon. Das ist die Geburtsstadt Mohammeds. Millionen von Menschen reisen jedes Jahr dahin. In Mekka steht ein würfelförmiges Bauwerk, die sogenannte Kaaba. Die Kaaba ist das heiligste Gebäude im Islam. Während ihrer Pilgerfahrt, dem Hadsch, umrunden die Muslime die Kaaba 7-mal. Die 5 Säulen des Islam sind das Glaubensbekenntnis, Beten, Fasten, Almosen geben und die Pilgerreise. Gecheckt. Das ist dein Zimmer? Genau, das ist mein Zimmer, teile ich mit meiner Schwester. Ach schön, und mit dem Teddybären, ne? Und mit dem Teddybären, genau. Der sitzt da ganz nett in der Ecke rum. Ja. Was ist das jetzt? Das ist unser Gebetsruf. Wie jetzt? Dein Handy ruft dich. Genau. Das ist die Einladung fürs Beten quasi. Okay. Wir beten ja 5-mal am Tag. Und ja, dann machen wir die Waschung. Und danach muss ich mich auch dementsprechend kleiden und kann dann anfangen zu beten. Und was meinst du jetzt mit Waschung? Das heißt, die Hände werden gewaschen. Unser Mund wird 3-mal mit Wasser ausgespült. Okay. Nase, Gesicht, die Ohren, die Arme und die Füße zum Schluss auch. Und echt? Dann erst darf ich beten, genau. Das machst du 5-mal am Tag? Genau. Vorm Beten. Warum? Was soll das bedeuten? Wir reinigen uns sozusagen vorher, bevor wir mit Allah kommunizieren, bevor wir mit Allah sprechen. Okay. Wir wollen ihn sozusagen sauber begegnen. Und was ist, wenn du die Waschung gemacht hast und dann stolperst, in den Dreck fällst, nicht mehr sauber bist? Musst du dann wieder von vorne anfangen? Nein, ich muss erst dann wieder die Waschung machen, wenn ich auf Klo war. Aha. Wenn ich mich irgendwie geschnitten habe und irgendwo blute. Okay. Und auch wenn ich pupse. Wirklich? Ja. Dann muss ich auch noch mal neu die Waschung machen. Warte mal, du hast die Waschung gemacht, bist eigentlich gerade fertig und bereit zum Beten. Ja. Dann rutscht dir ein kleiner Pups raus und dann musst du wieder von vorne anfangen. Genau so ist es. Weil du dann nicht mehr rein bist, nicht mehr sauber. Genau. Zum Beten legt Merve ein Gewand an, das die Knöchel und die Handgelenke bedeckt. Das schreibt der Koran so vor. Außerdem bindet sie sich ein Kopftuch um. Ihren Gebetsteppich breitet sie immer Richtung Mekka aus. Wo das liegt, sieht Merve auch auf einer App. Guckt mal, immer da, wo die kleine Kaaba ist, liegt Mekka. Es darf niemand vor mir stehen. Ah ja, also wenn ich hier stehe, könntest du nicht beten in diesem Moment. Nein. Echt? Nein. Stehe ich im Weg quasi. Genau, genau. Entschuldigung, dann mach ich das nicht. Genau. Sowieso dürfte Merve nicht in Gegenwart von Männern beten. Deshalb zeigt sie mir hier nur, wie das aussieht und betet nicht wirklich. Nach dem Gebetsruf hat Merve bis zum nächsten Gebetsruf Zeit, um zu beten. Wenn sie es mal nicht schafft, kann sie das Gebet später nachholen. Was ich mich ja frage, warum trägt Merve beim Beten ein Kopftuch, sonst aber nicht? Wieso machst du das so? Es ist sozusagen jedem selbst überlassen, ob man ein Kopftuch tragen will oder nicht. Ich trage kein Kopftuch, weil es andere zurzeit leider abschreckt, wenn ich ein Kopftuch trage. Und damit es sozusagen den Menschen nicht schwerfällt, mich auch auf der Straße mal nach der Uhrzeit oder nach dem Weg zu fragen, trage ich kein Kopftuch zurzeit. Das mit dem Kopftuch ist kompliziert. Im Islam tragen nur die Frauen eins. Manche verhüllen sich auch komplett, so wie die hier. In Deutschland finden das nicht alle Leute gut, dass sich nur die Frauen verhüllen sollen, aber die Männer nicht. Oder sie finden einfach, dass ein Kopftuch eher fremd aussieht. Und weil Merve nicht will, dass gleich jeder irgendwas denkt, nur weil sie ein Kopftuch trägt, trägt sie eben keins. Das wiederum finden aber viele strenggläubige Muslime nicht so toll. Es ist also für Muslimas in Deutschland ganz schön schwierig, es allen recht zu machen. Merve sagt, es ist einfach eine Sache zwischen ihr und Gott.
Ich glaube daran, dass Allah so barmherzig ist, dass er es mir sozusagen nicht übel nimmt, dass ich kein Kopftuch trage. Okay. Und jetzt eine Frage an euch. Was ist ein Imam? A. Der erste Satz im Koran? B. Der erste Tag des Fastenmonats? Oder C. Der Vorbeter in der Moschee? Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Beten können Muslime überall, aber besonders wertvoll sind die Gebete in der Moschee, dem muslimischen Gebetshaus. Erkennt man oft an so einem Turm da, dem Minarett. Und auf das von der Moschee in Wülfrath steigen wir jetzt mal rauf. Oh, wow. Ist ja toll hier oben. Ja. Krass. Was passiert denn hier oben auf so einem Minarett? Von hier oben aus wird unser Gebetsruf gemacht. Mhm. Das bedeutet? Das bedeutet, dass der Muezzin hier hochkommt, 5-mal am Tag. Ein Muezzin? Genau. Das war doch auch eine Checkerfrage. Was macht ein Muezzin? Ein Muezzin ist der, der hier hochkommt aufs Minarett und unseren Gebetsruf macht sozusagen, sodass es jeder hören kann. Mhm. Und wir wissen dann direkt Bescheid, dass wir beten kommen müssen. Okay, das ist quasi das, was wir vorhin auf deinem Handy gehört haben, ne? Dieser Ruf, der war aufgezeichnet. Genau. Also ein bisschen eigentlich wie ja, der Kirchenturm bei der Kirche, wo die Glocke läutet und einlädt, in die Kirche zu kommen. Genau. Und das passiert auch hier in der Moschee, oder was? Hier kommt jemand hoch und ruft wirklich? Nein, hier passiert das leider nicht. Aber in der Türkei wird das 5-mal täglich gemacht. Und das klingt dann so. Oft kommt der Ruf heutzutage auch vom Tonband. In Deutschland ist der Ruf zwar erlaubt, die meisten Moscheen verzichten aber darauf, um die nächsten Nachbarn nicht zu stören. Das Minarett ist dann einfach nur der Turm, der zeigt, hier steht eine Moschee. Meinst du, ich könnte auch mal was runterrufen? Ja, kannst machen. Was denn? Wie wär's mit Hallo Wülfrath? Das ist eine gute Idee. Machen wir zusammen, oder? Alles klar. Auf drei. Eins, zwei, drei. Hallo Wülfrath! Das war doch schon super. Die kommen gleich alle in die Moschee. Lass mal wieder runtergehen. Ein Muezzin ruft die Muslime 5-mal am Tag vom Minarett aus zum Gebet. Gecheckt. So, jetzt gucken wir uns die Moschee mal von innen an. Dafür ziehen wir die Schuhe aus und Merve bindet ihr Kopftuch um. Eine Moschee betritt man übrigens immer zuerst mit dem rechten Fuß. Der Imam steht direkt hier vorne. Vor der Gebetsnische und fängt dort an zu beten. Ganz alleine steht er dann da vorne. Was ist ein Imam? Ein Imam ist der Vorbeter. Okay. Der betet sozusagen vor und wir müssen nachbeten. In einer vollbesetzten Moschee sieht das dann so aus. Besonders feierlich und wichtig ist das Freitagsgebet. In den großen Moscheen, zum Beispiel in Istanbul, kommen mehrere tausend Menschen zusammen. Aber Männer und Frauen beten immer getrennt. Wir treffen jetzt den Imam der Moschee in Wülfrath, Herrn Shahin, und den Vorsteher der Gemeinde, Herrn Karaman. Wie viele Imame hierzulande kommt Herr Shahin aus der Türkei für einige Jahre nach Deutschland und spricht daher kaum Deutsch. Deshalb übersetzt Merve. Herr Shahin, wenn ein Imam jetzt ja quasi hier die Gemeinde anleitet, vorbetet und so weiter, dann ist er ja wahrscheinlich ein richtiger Koranexperte. Können Sie den gesamten Koran auswendig? Dabei. Koran kann er auch auswendig. Komplett alles. Auf die Satmisatzeit. Wirklich. Schnipsen, ne? Also, das ist nicht schlecht. Respekt. Könnte ich mal was hören? So, haben Sie eine Lieblingsstelle, die Sie mal rezitieren können? Mit dem Gebet, das Herr Shahin hier gerade zitiert, bittet er Allah um Hilfe und Gnade. Ähnlich wie die Christen mit dem Vater Unser. Toll. Danke. Und warum klang das jetzt so speziell? Es hat sich angehört, als wäre es gesungen gewesen. Muss man ein guter Sänger sein, wenn man Imam werden will? Oder wie ist das? Das wird nicht vorgesungen, sondern Koran wird so gelesen. Okay. Also mit dieser Betonung wird das gelesen. Und es ist auch so, dass Allah sozusagen sagt, indem ihr Koran liest, sollt ihr eure Stimme verschönern. Okay, ja. Das hat man gehört so. Wenn man daraus liest, dann klingt es echt wie ein Gesang. Das ist ja toll. Cool, vielen Dank. Einmal im Jahr ist Ramadan, also Fastenmonat.
Und da dürfen Muslime von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts essen und auch nichts trinken. Ich verbringe morgen mit Merve den ersten Tag des Ramadan und faste auch selbst mit. Ich muss dafür aber saufrüh aufstehen, deshalb gehe ich jetzt mal pennen. Bis gleich. Oh, was denn? Ach so, stimmt. Ist ja Ramadan. Ich habe gesagt, dass ich mitfaste. Da muss ich jetzt frühstücken gehen. So, Leute, es ist jetzt 2.30 Uhr nachts oder ganz früh morgens, wie man es nimmt. Ich bin hundemüde. Ich habe gerade mal 2-3 Stunden irgendwie geschlafen. Aber jetzt bin ich verabredet mit Merve zum Frühstücken, obwohl es mitten in der Nacht ist. Wir haben nämlich nur noch eine Stunde Zeit und danach beginnt der Ramadan. Dann dürfen wir nichts essen, nichts trinken. Dann ist nämlich Fasten angesagt, 18 Stunden lang, bis dann am Abend die Sonne untergegangen ist und wir das Fasten brechen dürfen. Und jetzt gucke ich mal zu ihr rein. Bestimmt pennt die jetzt noch und macht gar nicht auf. Ja, sieht so aus. Bis zur Dämmerung ist es nicht mehr lang. Ab 3.30 Uhr in der Nacht ist Schluss mit Essen und Trinken. Tagsüber gibt es dann für gläubige Muslime nichts mehr. Einen ganzen Monat lang. Und was heißt jetzt guten Appetit dann auf Türkisch? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Genau. Afiyet olsun. Es gibt übrigens auch in anderen Religionen eine Fastenzeit. Im Christentum zum Beispiel. Die Christen erinnern damit an das Fasten von Jesus in der Wüste. Warum die Muslime fasten, kläre ich jetzt. Checkerfrage. Warum fasten Muslime im Ramadan? Damit wir wissen, wie es den ärmeren Leuten geht, die nicht so viel Essen haben wie wir zum Beispiel hier in Europa. Mhm. Okay, das finde ich ganz schön. Und wenn dann 3.30 Uhr ist und wir fertig sein müssen mit Essen, dann darf wirklich bis zum Fastenbrechen heute Abend, in 18 Stunden fast, nichts mehr irgendwie in deinem Mund sein. Genau so ist es. Kein Kaugummi kauen. Gar nichts. Genau, gar nichts. Kein Wasser, kein Kaugummi, kein Bonbon zwischendurch, gar nichts. Also auch wenn es regnet, muss man aufpassen, dass man jetzt nicht Regentropfen schluckt. Muss man schon, ne? Ja, ja. Also man soll jetzt nicht extra mit offenem Mund sprechen und da jetzt auch so. Genau, das soll man nicht. Na dann, trinken wir lieber jetzt noch ordentlich Wasser, weil gleich dürfen wir ja nicht mehr. Eine Minute. So, vielen Dank. Wir sehen uns später. Genau. Gute Nacht, ne? Gute später. Gute Nacht. Ich lege mich jetzt auch noch mal schlafen. Oh, was denn? Mann, das ist echt zu früh für mich. Merve studiert noch. Sie wird mal Bauingenieurin. Deshalb ist sie regelmäßig mit ihrem Chef auf der Baustelle. Wenn es richtig heiß ist, ist die Arbeit dort für fastende Muslime super anstrengend. Und für mich übrigens auch. Und weil so gar nichts trinken auch ungesund werden kann, müssen Schwangere, Alte, Kinder und Kranke nicht fasten. Am Nachmittag geht's zur Uni von Merves Schwester. Die muss mit leerem Bauch studieren und auch in der Kantine dürfen nur die anderen essen. So, also ich muss sagen, wir haben jetzt seit 13 Stunden nichts gegessen, nichts getrunken und langsam wird es für mich richtig anstrengend. Ich habe so einen Hunger, ich bin unkonzentriert, ich werde müde, ich habe das Gefühl, ich werde schlecht gelaunt. Und ich finde auch, alle essen um einen rum, so ist es echt anstrengend. Ja, ey, ihr müsst gar nicht so gucken, hier, guckt euch das mal an. Ihr sitzt da die ganze Zeit und seid hier am Mampfen. Unfassbar. Das ist so gemein. Wo kommt denn bei euch genau die Freude daran her? Sobald wir abends am Tisch sitzen, dann erst macht uns das richtig Spaß. Dann wissen wir wirklich, wie wichtig eigentlich Essen ist. Und dementsprechend ist es umso schöner zu sehen, okay, ich habe jetzt noch knapp 6 Stunden und dann kann ich essen. Und auch die Vorbereitung, wie man das Essen vorbereitet, sogar das macht Spaß. Also du meinst, hast du es jetzt einfach so gesagt oder haben wir noch 6 Stunden zu fasten? Wir haben noch 6 Stunden zu fasten. Immer noch? Genau. Ey, wir sind seit 13 Stunden am Fasten. Jetzt haben wir 19, ich dachte, oh.
6 Stunden. Oh Mann. Das Fasten erinnert Muslime daran, wie wertvoll das Essen und das Trinken ist. Gecheckt. So, fast geschafft. Noch 2 Stunden. Am Abend backen wir für das Fastenbrechen. Aber Teignaschen ist nicht. Das Fastenbrechen feiert Merve nicht in der Wülfrater Moschee, sondern in einer kleinen, direkt in ihrem Wohnort Velbert. Was passiert denn eigentlich danach? Ist dann einfach Schluss und ihr wartet wieder ein Jahr, oder? Nein, nein. Wir werden jetzt nach diesen 30 Tagen erstmal eine Riesenfeier haben. Eine Riesenfeier? Genau. Wir werden 4 Tage lang quasi mit den Erwachsenen zusammen das Zuckerfest feiern. Ist ja krass. Genau. Es wird 4 Tage lang nur Süßigkeiten gegessen. Ehrlich jetzt? Ja. Ihr fastet 30 Tage und dann gönnt ihr euch 4 Tage lang wieder was Leckeres zu essen. Genau. Und dann ist es erstmal vorbei mit Ramadan. Dann müssen wir wieder ein Jahr warten, bis wir wieder fasten. Beim Zuckerfest, das man auch Ramadan-Fest nennt, besucht man auch Verwandte und feiert mit ihnen. Es ist eins der wichtigsten Feste der Muslime. Ein bisschen wie bei den Christen Weihnachten. So, und bevor jetzt das Fastenbrechen beginnt, betet der Imam. Amin. Es ist toll. Das macht mich gerade richtig glücklich. Das ist super. Ich habe heute gecheckt, wie viel wir täglich so essen und trinken, ohne wirklich drüber nachzudenken. Eine super Erfahrung für mich. Merve? Bitte. Übrigens, ich wollte mal noch sagen, du war richtig toll. Vielen Dank fürs Mitmachen lassen und fürs alles zeigen und einladen und so weiter. Und es war für mich eine super tolle Erfahrung, auch das Fasten. Super, danke. Bitte, Tobi, du bist immer herzlich willkommen bei uns. Vielen Dank, super. In ein paar Stunden steht Merve wieder auf und fastet weiter. Und bevor ich nach Hause gehe, hier noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, was ist ein Imam? A, der erste Satz im Koran, B, der erste Tag des Fastenmonats oder C, der Vorbeter in der Moschee. Na, habt ihr die Antwort vorhin gecheckt? Guckt mal. Der Imam steht direkt hier vorne. Was ist ein Imam? Ein Imam ist der Vorbeter. Also, richtig war Antwort C. Ich habe einfach echt noch Hunger. Ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Leute, ich esse das hier noch auf und ihr macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ey, das ist aber meins. Du hast schon gegessen. Den ganzen Tag schon. Und der 1000 Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi.